Ja, hallo, 14 Tage sind wieder rum. Wir setzen ja mehr auf unser Buchprojekt, unsere Buchreihe-Projekte in der Nachfolge des weltberühmten Bestseller-Autors Professor Richard Dawkins. Unser Wunschverlag wäre natürlich Dawkins deutscher Verlag, Ullstein Verlag. Ja, und wir glauben halt auch, dass ihr das klügste Prozent der Erde am ehesten noch Bücher kauft und keine Internet-YouTube-Sendungen schaut, tendenziell weniger YouTube schauen, deswegen nur noch alle 14 Tage eine Sendung von den Next Scientists for Future vom Weltrat. Ja, und eigentlich vielleicht, wir haben überlegt, unseren Namen zu etwas zu normalisieren. Bisher haben wir ja gesagt, über die Idee, quasi nachdem wir in der Vierjahresbilanz den Schluss ziehen mussten, dass der Niedergang der Menschheit, auch wegen des Niedergangs der Gehirngröße der Menschheit, durch nichts mehr wohl wird aufzuhalten sein, mussten wir uns also von den 20, 30%, die man überzeugen muss, um politische Mehrheiten in der Welt zu bekommen, so für die Gemeinwohl, Orientierung, die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Nungskombination, GWÖ, GWO, Kombi oder besser kurz GG Kombi. Dafür werden sich diese Mehrheiten wird man nicht zusammenkriegen, weil die 56% in der simulierten Bundestagswahl darauf beruhten, dass schon überhaupt die Gesellschaft schon so weit entwickelt sei, dass sie überhaupt schon die GG Kombi zur Diskussion stellt, überall in allen Talkshows, und das allein um das zu erreichen, braucht man ja schon irgendwie aus dem Stand 20%, 30% überzeugte Menschen. Und der Vernunftmangel der Menschheit, das ist eben das, woran wir nicht vorbeikommen. Aber vielleicht, das ist jetzt unsere nächste Hypothese, vielleicht gibt es 1% vernünftige Menschen und 1% vernünftige Verlage, so dass es zu einem Buch kommt, zu Bestsellerbüchern, und dass dann 1% von 8 Milliarden sind 80 Millionen verkaufte Bücher daraus resultieren. Ja, zum Beispiel Obertitel des ersten Buches in zwei Bänden: Gesundheit für die Seele, Gesundheit für Körper und Seele hat sich 35 Millionen Mal verkauft. Denke nach und werde reich hat sich 100 Millionen Mal verkauft. Also 80 Millionen sind durchaus möglich und denkbar. Und wenn davon 10%, das wäre 1 Promille, ist 8 Millionen Menschen, das verstehen würden und dann vielleicht auch reif für die Insel werden würden und dann man gemeinsam eine Insel kauft und vielleicht solche Leute wie Jeff Bezos dazu kommen, weil sie merken, nachdem sie das Buch gelesen haben, ja, ich habe jetzt alles Geld der Welt, aber ich werde sterben müssen, ohne jemals auch nur einmal wirklich als Mensch gelebt zu haben und ohne jemals glücklich geworden zu sein. So die Frage, die ich gestern den Leuten gestellt habe vor dem Alnatura: Soll das denn alles gewesen sein, dieses komische Leben hier in dieser komischen Welt? Und vielleicht sagt dann Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und all die anderen sagen: Nein, ich will nicht sterben, ohne jemals als Mensch wirklich genossen und gelebt zu haben. 10-mal glücklicher werden in 3 Monaten ist ja so da auch das Ziel unserer Bücher. Und ja, also das Reif für die Insel, das Gemeinwohlland wäre natürlich schön, vielleicht auch ein großes Gebiet in Südamerika irgendwo. Muss man schauen, was kommt. Und
Und für die kleinen, die Mini-Lösung hatten wir ja bis jetzt den Namen, die gemeinwohlökonomische Superglücksgemeinschaft oder Kommune, Köln dann, Köln-Süd und so weiter. Aber eigentlich ist es sinnvoll, sich auch an das anzulehnen, was schon am ehesten ähnlich ist, auch wenn ihm der Gemeinwohlaspekt und damit auch das Verständnis der Zentralirrtümer der Menschheit natürlich fehlt, nämlich das ZEG, das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, und damit um den großen Unterschied zwischen dem ZEG und dem viel höher entwickelten und eben ja perfekt zu Ende entwickelten aufzuzeigen, müssten wir es GEG nennen, also Gemeinwohlzentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Das hilft dann auch den Journalisten, die schon viele Filmberichte über das ZEG gemacht haben, dann auch über das GEG einmachen zu können. Also man muss den Journalisten es auch leichter machen, die Ähnlichkeit zu sehen und die Verwandtschaft zu sehen. Und ja, also insofern ist das die Frage, ob wir zukünftig dann von dem Begriff gemeinwohlökonomisches Superglückszentrum, man könnte jetzt natürlich auch übergehen und sagen, gemeinwohlökonomisches Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung wäre auch möglich, na? Also Gemeinwohl minus ökonomisches Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Aber gut, Gemeinwohlzentrum ist kürzer. Gag. Ja, also so, das sind so Perspektiven. Denn der Glaube an die Vernünftigkeit von 20% der Weltbevölkerung, die ja ungefähr plus minus nötig sein dürften, um wirklich die ganze Welt zu reparieren. Diese Vernunft wird es nicht mehr geben. Wir können dann auch nur hoffen, natürlich in dem Gemeinwohlland oder im GEG können wir eigentlich nur hoffen, dass auch wirklich die Menschheit wenigstens noch so viel Restvernunft behält, dass sie sozusagen keinen Atomkrieg macht, der ja dann natürlich eventuell auch das Gemeinwohlland vernichten würde, eventuell. Na, so. Ja, von daher, also nochmal hier, genau, das ist eben, wenn man Gemeinwohl denkt und dabei nicht an das Problem, die Anekdote vom Gesundheitswesen im alten China und die Anekdote vom Rechtsanwältewesen von Professor Richard Dawkins, oder zurückgehend auf die Inspiration von Professor Richard Dawkins in seinem egoistischen Gen. Wenn man das alles nicht hat, dann ja, wir sehen ja auch, ja, wir haben gesehen, keinerlei Vernunft Richtung einer Gemeinwohlpartei, keinerlei Vernunft ist da für ein Wahlbündnis, das über chancengleich für alle da gewesen wäre. Ja, dann hier nochmal ein paar Bildchen von mir. Ja, hier ist nochmal der Gehirnschwund, der ja wirklich zentral ist. Ja, der Verlust von 200 Milliliter in circa 50.000 Jahren. Also, und wenn also eine immer dümmer werdende Menschheit kann die Vernunft nicht aufbringen. Ach ja, jetzt kann ich gleich mal das machen, was als nächstes kommt hier. Wir haben ja jetzt zwei neue Begriffe hier in der Skizze. Ich fange mal mit dem Sporttrainer-Dasein ein. Also der Kapitalismus, die kapitalistischen sozialen Marktwirtschaften ruinieren auch ihr Leben. Sie sind sich nur nicht bewusst darüber. Und heute kann ich den Ruin meines Lebens in die Sprache des Weltrates und die Sprache von den Zentralirrtümern der Menschheit, die uns alle durchmanipulieren, formulieren. Als junger Mensch, der natürlich die Welt noch nicht durchschauen konnte und ganz viele Zentralirrtümer geglaubt hat,
Sporttrainer sind Menschen im Kapitalismus, die den jungen Menschen sagen, ach, Leistungssport ist doch kein Mord. Sie sagen, müssen es ihnen nicht sagen, sie geben es ihnen einfach zu verstehen, dass es so sei. Ja? Sie warnen sie nicht. Sogar die Sporttrainer, die ihre Schützlinge auch sogar ohne deren Wissen zum Beispiel gedopt haben, die sagen denen nie, dass sie später daran verrecken werden, ne? Und zugrunde gehen werden. Es geht ja darum im Kapitalismus, dass der kapitalistische Sporttrainer, die Sporttrainersparte, den Erfolg will, oh, unsere Schützlinge, unsere Schüler haben große Medaillen eingeheimt und genauso war das auch bei mir quasi. Sporttrainer natürlich im etwas kleineren Bereich, ja. Ich wurde erfolgreich, weil ich bereit war, über meine Belastungsgrenzen jederzeit zu gehen. Dadurch habe ich mir einen Herzschaden zugezogen, ein vernarbtes Herz sozusagen, höchstwahrscheinlich mit vielen Narben. Und die Sporttrainer, die meine Trainer, die konnten sagen, ja, guckt mal, den habe ich auch ausgebildet, den habe ich Tischtennis beigebracht oder so, ja, und der ist so und so erfolgreich geworden. Ja, stellen Sie sich jemanden vor, der seine Schützlinge dann, ohne dass die das wissen, auch noch dopt, ja, so nach dem Motto, oh, der hat die Olympiamedaille, die Goldmedaillen geholt und ich bin der Erfolgstrainer. Das ist das, wovon der Vorteil, also Zentralirrtümer der Menschheit, sind ja eben zentrale vorteilbringende Irrtümer für die Sparte, aus denen solche Irrtümer stammen. Zum Beispiel sind meistens mehrere Sparten, aus denen sie stammen, denn zum Beispiel denken wir gerade an das Doping, an den Dopingtrainer, wo natürlich dann auch die chemische Industrie und die Pharmaindustrie auch noch den vorteilbringenden Irrtum senden dürfte oder entwickeln dürfte. Leistungssport ist doch kein Mord, ja, keine Angst davor, Kinder. Ja, und so, denn auch den Vorteil durch diesen Zentralirrtum, dieser Zentralirrtum der Menschheit ist ein vorteilbringender Irrtum für die Pharmasparte, für die Sporttrainersparte und vielleicht noch für einige andere Sparten. Ja, denken wir auch an die Sportgerätesparte, für die es auch ein vorteilbringender Irrtum ist, wenn im Hochleistungssport eher teurere Sportgeräte gekauft werden und so weiter. Also man sieht eigentlich ein Zentralirrtum dürfte oft in mehreren Sparten vielleicht parallel entstanden sein, weil er auch für mehrere Sparten der Gesellschaft Vorteile bringt und eben für den Rest der Welt, für die Lobbyisten wider Willen, die das nur weitergeben im guten Glauben, dass sie da eine Wahrheit bekommen haben. Aber alle, die Lobbyisten wider Willen und auch die Restwelt, alle sind am Ende dann die Opfer dieses Zentralirrtums. Und sogar ich selber zum Beispiel war ja auch Opfer. Also das heißt, sogar die Spartenmitglieder sind ganz oft auch Opfer der Zentralirrtümer, die zwar für ihre Sparte insgesamt vorteilbringende Irrtümer sind, aber gucken Sie sich an, wie viele Ärzte zum Beispiel selber sehr kränklich sind, weil sie selber durch die vorteilbringenden Irrtümer ihrer eigenen Sparte selber auch eher gesundheitsschädlichen Lebensstil geraten, weil sie ja auch zum Beispiel den zentralen vorteilbringenden Irrtum der Gesundheitssparten im Kopf haben, dass der Lebensstil nicht wirklich wichtig sei für Gesundheit. Und dann haben wir sehr viel kränkliche Ärzte und sehr viel auch medikamentensüchtige Ärzte, sehr viel
unglückliche Ärzte und so weiter. Also weil eben man auch selber Opfer wird. Und ich war ja so mit 15 circa oder 16, wurde ich ja dann auch ausgebildet zum Trainer, gehörte also auch mit zur Sporttrainersparte und habe mich dann selbst als Sportler auch geschädigt, auch in der Rolle als Mitglied der Sporttrainersparte. Ne? Also quasi, man kann das nicht so einfach sagen, dass die Spartenmitglieder eher Vorteile haben von den Zentralirrtümern, sondern oft haben sie auch Nachteile davon, aber sie haben eben auch Vorteile davon. Ja, deswegen ZVI, zentrale vorteilbringende Irrtümer, bezieht sich immer darauf, dass nur bestimmte Sparten der Gesellschaft insgesamt Vorteile haben, aber das einzelne Spartenmitglied kann aber auch gleichzeitig Opfer dieses Zentralirrtums sein. Also insofern ist das eine etwas verwickelte Situation. Und der zweite neue Begriff ist ja der Begriff der Diktatur, Freunde. Schluck Wasser. Die Diktatur-Freunde-Sparte, da ist es auch wieder so, an diesem Zentralirrtum, alles Verbrecher, die da oben, alles Verbrecher, die irgendwelche Verschwörungen gegen die Menschheit planen und so weiter, dieses Aufhetzen der Bevölkerung zu einem Aufstand gegen die da oben, was vielleicht zu einer Revolution, zu einer neuen Diktatur und so weiter führt, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, zu Bürgerkriegssituationen, Revolutionen und so weiter. Diese Diktatur-Freunde-Sparte ist dann auch wieder nur eine von mehreren Sparten, die davon profitiert, nämlich die ganze Diktatur-Freunde-Sparte. Die kann dann am Ende, wenn sie zusammen mit dem Haupt Diktator, mit der Hauptdiktatorperson, weiblicher oder männlicher Diktator, und dann der hat dann viele Freunde und alle bereichern sich dann auf Kosten der Bevölkerung, bereichern sich viel mehr, als das ein Unternehmer jemals tun würde, ne? Und Blut schlachten dann die Bevölkerung also noch effizienter aus, ne? Und von daher ist also, ja, welche Sparten zum Beispiel könnten noch Vorteile haben von dem Zentralirrtum alles Verbrecher, die da oben, dem zentralen verschwörungstheoretischen Ir Zentralirrtum, dem verschwörungstheoretischen Zentralirrtum. Denken Sie dran, dass Sie auf 2,0 Geschwindigkeit stellen oder mindestens 1,75, weil ich doch immer noch relativ langsam rede, weil ich ja dabei noch nachdenken muss. Also immer die Geschwindigkeit erhöhen bei unseren Videos. Ja, und jetzt, ja, wir haben die Sparten äußere Sicherheit, also die Waffensparten, die Sparten innere Sicherheit. Polizei, Richter, Staatsanwälte, die auch dann besonders aufsteigen können und Karriere machen, wenn es zu inneren Unruhen kommt und wenn dann das Militär eingesetzt wird und so weiter und aber auch die Polizei eingesetzt wird, Richter, Staatsanwälte und so weiter. Also alle profitieren, wenn es zu einem Aufstand gegen die vermeintlichen Verbrecher da oben kommt sozusagen, die vermeintlichen Verschwörer und so weiter, ja. Und so haben wir dann, ja, also die Sparten äußere Sicherheit, Sparten innere Sicherheit, die Sparten Diktaturfreunde, Sparte und immer auch die Sozialsparten. Denn am Ende produziert natürlich dieser Aufstand gegen die bösen, angeblichen, vermeintlichen Bösen da oben natürlich wieder ganz viel Arme im Lande, denn die Diktatoren bereichern sich ja und diese ganze Misswirtschaft in der Diktatur und in der pseudosozialistischen Diktatur oder Nazi-Diktatur oder Hitler-Diktatur und so weiter, alles, das ist ja am Ende höchst ineffizient, das produziert unheimlich viel Arme und wer profitiert? Die Sparten, wo man nur Karriere machen kann, wenn es möglichst viel Arme, Obdachlose, Arbeitslose,
Arbeitslosigkeit, Depressionskranke und so weiter gibt. Ne? Ja, von daher und dann jetzt mal können wir uns nochmal die anderen Sparten nochmal anschauen. Und hier, das ist ja das zentrale Bild, das bezieht sich hier, das zentrale Bild, also die Zentralirrtümer der Menschheit werden entstehen, meistens in mehreren Sparten, werden von mehreren Sparten multipliziert, werden dadurch zur Gehirnwäsche der gesamten Restwelt und der gesamten Menschheit. Hier als Vorteil bringende Irrtümer der Sparten, aber und diese Zentralirrtümer manipulieren alles durch und am Ende sind sogar oft sogar die Mitglieder der Sparten, die einerseits Vorteile haben durch diesen Zentralirrtum, werden auch noch die Mitglieder oft auch noch sogar geschädigt davon. Also es ist nicht so einfach, dass den vollständigen Vorteil die Sparten haben, die multiplizierenden Sparten, und die Nachteile, die gesamte Restwelt, einschließlich der Lobbyisten widerwillen, die das quasi weiter transportieren im guten Glauben, es handelt sich bei diesen Zentralirrtümern um Wahrheiten, sondern es ist letztendlich doch etwas gemischter, dass also oft auch Spartenmitglieder von ihren eigenen Zentralirrtümern geschädigt werden können, ne? Jetzt schaue ich nochmal hier, was gibt es noch zu verlesen? Ich als Manipulationsopfer der kapitalistischen sozialen Marktwirtschaften bin reich für die Insel und Millionen Buchleser auch, ja? Also wir machen jetzt ja immer Folgendes, dass wenn jetzt jemand auf die ab April wieder neu erscheinenden Annoncen, jetzt war gerade in einer kleineren Zeitschrift die Annonce in der Reformhaus, in der Zeitschrift Das Reformhaus und dann kommt es wieder in Schrot und Korn demnächst, die Annoncen. Und da werden wir als erstes nur noch den Anfang unseres ersten Buchentwurfes verschicken. Das wird der Verlag schon nicht übel nehmen, wenn da ein paar Leute mal schon so Probeleser sein können, ja. Und von daher setzen wir jetzt auf Buch unterrichtet Gesundheit für die Seele. Und Gesundheit für die Seele als Voraussetzung für die Gemeinschaftsfähigkeit, ohne die wir ja niemanden aufnehmen wollen. Und im Idealfall stellen sich vor, tatsächlich 8 Millionen Buchleser von 80 Millionen Käufern haben es wirklich verstanden und wollten dann online teilnehmen. Überhaupt kein Problem. Wir beherrschen ja mittlerweile auch die YouTube-Live-Technik. Und wenn wir dann uns noch für ein paar Euro zeigen lassen, wie Microsoft Teams mit möglichst vielen Leuten kostenlos geht, ich glaube 300 Leute sind möglich, dann können 300 Leute live mitsprechen und 8 Millionen Zuschauer bei YouTube Live können über den Chat ihre Fragen stellen oder sich einklinken. Und dann kann man ja auch vielleicht machen, dass man bestimmte Plätze frei hält, wo dann jemand auch dass man nicht alle 300 Plätze vergibt, sondern dann 10 freilässt und dann kann oder ein paar freilässt und dann kann jemand sich noch bei Microsoft Teams einblenden. Also so könnten wir die Gemeinde aller Buchleser, aller Weltrat-Bücherleser, könnte sich dann also online treffen und da könnte es dann eben auch zur Verabredung der
Aussage kommt, wir sind reif für die Insel und wir starten das Gemeinwohlland. Ne? Ob es dann auch als Folge des Gemeinwohllandes dann vielleicht doch noch dazu kommen könnte, dass die Restwelt auch sich in Gemeinwohlländer umwandeln will und dann sich beraten lassen will von online, vom Weltrat und den Next Scientists for Future, das steht in den Sternen. Ich habe da meine Zweifel, weil ich, wie gesagt, die Vernunftmenge in der Menschheit für generell zu klein einschätzen würde. Aber ich lasse mich gern davon überraschen, dass das Gegenteil bewiesen wird. Ne? Ja, und dann müssen wir uns noch einmal klar machen, das Wesen der Säugetiere, ich spreche jetzt bewusst nur von den Säugetieren, weil sich zumindest alle einig sind, dass wir Menschen Säugetiere sind und alle die menschenähnlichsten Affenartigen alle auch eben Säugetiere sind. Ich spreche mal nur von uns Säugetieren, ne? Weil bei anderen Arten gibt es wirklich und bei Pflanzen gibt es wirklich Ausnahmen. Aber bei uns Säugetieren ist das oberste Erfolgsrezept von uns Säugetieren, ja, ist die Fehlerproduktion. Die Fehlerproduktion bei den Nachkommen ist das wichtigste Erfolgsrezept von uns Säugetieren. Mutation, die Art, wie Chromosomen und Gene, also Chromosomen von Mutter und Vater sozusagen am Ende in der Eizelle landen, da geht's bei allem um Fehlerproduktion. Denn nur fehlerhafte Kinder garantieren bei einer sich verändert habenden Umwelt, die also sich weggeschoben hat von der vorherigen Umwelt, nur bei genügend Fehlerstreuung und genügend Ausschussproduktion. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Begriff. Bei uns Säugetieren ist die Fehler- und Ausschussproduktion das A und O unseres Erfolgsrezeptes. Das ist das entscheidende Erfolgsrezept. Und insofern ist es natürlich umso absurder, wenn dann die Gesundheitssparten uns einreden, wir müssten jeden Fehler und jeden Ausschuss um jeden Preis retten und dafür Milliarden ausgeben, um dann solche Kinder durch Hunderte von Operationen und Behandlungen zu quälen, dadurch die Seele der Mutter und des Vaters zu quälen und so weiter, die ja alle auch mitleiden mit diesem leidenden Kind. Aber am Ende die einzigen, die wirklich einen Vorteil haben, sind die Gesundheitssparten, denn man verdient ja Milliarden daran, wenn man der Gesellschaft den Zentralirrtum einbläut. Nein, ihr dürft es nicht so sehen wie die Gnus, die akzeptieren, dass 90% aller Kinder eben Fehler und Ausschuss sind und wo die Mütter auch sogar einen Teil dieser Kinder selber verhungern lassen, weil sie sofort erkennen, dass dieses Kind keine guten Chancen haben wird, erfolgreich die Gene der Gnu-Mutter in die Zukunft zu transportieren, sondern vorher vom Löwen gefressen werden wird, von Löwenrudeln gefressen werden wird und ähnlichen Raubtieren, ja, dann ist die Entscheidung der Gnu-Mutter eigentlich die Entscheidung auch für das geringste Leid. Natürlich leidet das Gnu-Kind, wenn es verhungert. Aber wir Menschen könnten das ja auch mit Glücksdrogen voll einmassieren und Glücksdroben einatmen lassen und so, dass dann im Glückseligkeitsrausch dieses Gnu sterben würde, ja, also wenn man das jetzt mal überträgt. Aber entscheidend ist, dass wir die biologische Tatsache erkennen, die Wahrheit, die absolute biologische Wahrheit erkennen, dass das
größte Erfolgsrezept von uns Säugetieren, die Tatsache einer systematischen Ausschussproduktion und Fehlerproduktion ist, was dann auch im Gehirnbereich bedeutet, dass neue Wahrheiten im Sinne von Fehlern und neue Irrtümer eben auch wieder dazugehören. Und das Problem ist nur, dass in den Frühestformen der kapitalistischen Tauschhandels- oder Tauschgeschäftformen, dass dann eben gerade leider diese Irrtümer des Gehirns sich oft als vorteilbringend für mehrere Sparten erwiesen haben und dann natürlich multipliziert wurden mit dem Erfolg dieser Spartenmitglieder und deren persönlicher Multiplikation und deren Schülermultiplikation multiplizierten sich natürlich dann auch die Zentralirrtümer in alle Welt hinaus, in die Restwelt hinaus. Und das ist halt das Dilemma, ja. Also Evolution der Säugetiere heißt in erster Linie Ausschussproduktion und Fehlerproduktion. Und genauso wie wir in der Industrie eigentlich den Ausschuss besser tun, wegzuwerfen, als ihn zu versuchen, noch mit Milliardengeldern noch zu reparieren um jeden Preis, sollten wir darüber nachdenken, ob wir wirklich auf die Zentralirrtümer der Gesundheitssparten, der Pharmasparten und so weiter reinfallen sollten, die uns einreden, wir dürfen keinen Ausschuss bei uns Säugetieren, Menschen, überhaupt keinen Ausschuss dulden, sondern müssen alles retten um jeden Preis, dürfen auch Menschen nicht mehr sterben lassen und nicht mehr gehen lassen, sondern müssen noch so viel Geld wie möglich durch Operationen oder Chemotherapien oder was auch immer noch so viel Geld wie möglich rausholen. Ja, der normale Mensch kann gar nichts anderes sein als ein Manipulationsopfer, da die naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische Ausbildung ja fehlt. Also wir sind ja eine Bildungswüste in der Menschheit geworden, weil eben überhaupt den Leuten nicht klar war, dass es doch eine ganz einfache Formel gibt. Ja, die Naturwissenschaftler wie Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton und so weiter haben uns doch gezeigt, dass vorher überall nur Zentralirrtümer der Menschheit über das Universum, über die Erde als Scheibe und im Zentrum des Universums stehend vermeintlich existierten. Und es waren Naturwissenschaftler, die uns gesagt haben, wie es wirklich ist. Und dann gab es ganz viele Zentralirrtümer über das Leben und dann kamen Darwin und Wallace und Mendel und so weiter und Dawkins, Professor Richard Dawkins, die uns eben gesagt haben, wie Leben wirklich ist, ja, die Wahrheit über das Leben. Und jetzt kommen halt Dawkins und Weltrat und Next Scientists for Future wieder als naturwissenschaftliche Instanzen und sagen uns, wie Leben in Gesellschaft ist und wie Menschen so wirklich ganz genau sind mit diesen Zentralirrtümern und der Evolution der Zentralirrtümer und so weiter. Das ist eben der Gang der Dinge und trotzdem kriegen unsere Kinder keine vernünftige naturwissenschaftliche Ausbildung an den Schulen, weil eben letztendlich diese ganze die Zentralirrtümer natürlich dazu führen, dass ein völlig unrealistisches und teilweise auch naturwissenschaftsfeindliches Gesamtirrtumsweltbild durch die Zentralirrtümer entstanden ist. Ja, ich habe es schon erwähnt, es geht also mir jetzt auch um die Frage einer, mit den Buchprojekten, um die Frage einer Insel des Glücks in einer kaputt gehenden Welt, ja. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was so in den letzten 14 Tagen sich angehäuft hat.
So. Sollte jetzt schon, eigentlich sollte das jetzt schon längst zur Gewohnheit geworden sein und durch das Buch dann bei den klügeren Menschen hoffentlich auch der Welt auch zur Gewohnheit werden. Welche Ideen beziehungsweise Meme glaube ich gerade in diesem Kontext zum Beispiel? Welche Sparten könnten das Warum als Zentralirrtümer oder zentrale vorteilbringende Irrtümer ZVIs verbreitet haben? Wie könnte die Wahrheit im Gegensatz zu diesen Zentralirrtümern aussehen? Dann viertens die Entscheidung, nach der Wahrheit zu leben und nicht mehr Opfer der zentralen, vorteilbringenden Irrtümer zu bleiben, der ZVIs zu bleiben. Wenn Sie dazu bereit sind, dann können Sie einen Prüfungsanruf bei uns machen. Ich denke ja immer noch, dass es sinnvoll wäre, dass dann so eine Rubbelcode-Karte sozusagen den Zugang dazu ermöglicht, dass die Buchkäufer auch dann wirklich bei uns anrufen können oder die Bucheigentümer dann bei uns anrufen können. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob da irgendwas Vernünftiges bei rauskommt. Ja, und wenn nicht, sollen die Leute, wenn sie die Prüfung noch nicht schaffen, nochmal lesen oder eben mindestens den zweiten Band noch lesen, denn wir haben uns ja entschieden, die ganz heißen Eisen in den zweiten Band zu tun und erstmal in dem ersten Band die mildere Einführung in die Zentralirrtümer der Menschheit zu leisten. Ja, nochmal, nicht jeder Naturwissenschaftler sagt die Wahrheit. Aber wann immer eine Wahrheit gesagt wurde und wird, ist es ein Naturwissenschaftler. Ja, also nicht jeder Naturwissenschaftler sagt die Wahrheit. Es gibt ja auch Naturwissenschaftler, die irgendwelche esoterischen Fantasien verbreiten. Aber also nicht jeder Naturwissenschaftler sagt die Wahrheit. Aber wann immer eine Wahrheit gesagt wurde und wird, ist es ein Naturwissenschaftler. Ja. Kinder, ja, das war also ein Bericht, ein großer Bericht in den Medien. Kinder werden immer häufiger suchtkrank, Internetspielesucht, Social Media Sucht und so weiter. Naja, ist ja klar, dass durch die Zentralirrtümer der Glücksraub immer erfolgreicher wird. Produziert es immer mehr Sucht, stellen sich den Glücksraub so vor. Also Zentralirrtümer nehmen uns das Glück weg, der Endorphinspiegel, der Glückshormonespiegel in unserem Kopf sinkt immer weiter nach unten ab. Und genau je tiefer der ist, desto suchtgieriger sind wir und ich auch zum Beispiel dann eben gierig nach dem zweiten Suchtnachschlag beim Essen. Ja? Und ich habe mich jetzt entschieden, ab heute Abend wirklich brutal zu werden, wieder wirklich konsequent zu werden, indem ich sozusagen wirklich mein Essen bereite. Und wenn das schmeckt und die Portion klein genug ist zum richtigen Abnehmen, alles andere klein schneide, runter in die Mülltonne, Geld in den Tresor werfen und dann mittellos zu sein, sozusagen, und keine Chance mehr zu haben für diesen Suchtnachschlag, der mich umbringen kann. Denn auch bei mir hat der Glücksraub vieler Sparten, der Nahrungssparten und so weiter, funktioniert. Ja, und der entscheidende Punkt, wo ja die Leute vielleicht denken, ja, wie soll denn ein Nahrungshändler in den letzten 400.000 Jahren mein Glück geraubt haben? Naja, ganz einfach. Wir müssen immer denken, dass
eine der frühesten, vor 400.000 Jahren entstehenden Fähigkeiten oder vielleicht dann auch Vorberufe, der des Märchenerzählers war. Es kann sein, dass der Händler in Personalunion hier Geschichten und Märchen erzählt, die letztendlich Zentralirrtümer beinhalten und damit eine manipulative, glücksräuberische Wirkung auf seine Zuhörenden haben, die ihm dann am nächsten Morgen mehr seiner Suchtgüter oder sogar schon am selben Abend mehr seiner Suchtgüter abkaufen. Aber das muss ja nicht in Personalunion geschehen. Ja, wir haben ja sowohl im Managementbereich den Tandems-Begriff, in einem anderen Kontext, und wir müssen hier natürlich auch in der Evolution der Tauschhändler und so weiter auch den Tandems-Begriff einführen. Das Tandem aus Märchenerzähler, der mitgenommen wird, weil er so toll Geschichten erzählt und weil immer, dann vielleicht denkt der Händler, ja, den Märchenerzähler habe ich dabei, weil der erzählt so schöne Geschichten und die Leute werden halt deswegen so gut gelaunt, dass sie dann bei mir mehr Güter kaufen. Das ist natürlich nicht die Wahrheit, sondern wenn er wissenschaftlich die Märchen des Märchenerzählers analysieren würde, ist natürlich der Verkaufserfolg geht darauf zurück, dass in den Märchen versteckt Zentralirrtümer, zentrale Moralen von der Geschichte, die Moral von der Geschichte. In jedem Spielfilm steckt mindestens eine Moral von der Geschichte, zum Beispiel, dass Sex schlecht sei und so weiter. Und diese, ja, ich erinnere mich an Brit Talk um 1, wo sie solche Aussagen sagte, ja, du als junge Frau, wenn du so viel Sex mit jungen Männern hast, hast du da nicht Angst, dass man dich überall Schlampe nennen könnte? Damit bringt sie quasi, sagt sie quasi, ja, du Frau, du bist ja vielleicht eine Schlampe, und das ist, also, und quasi damit unterdrückt sie schon die Sexualität. Oder wenn sie sagt, oh, dem hätte ich ja vielleicht auch eine reingehauen, ja, dann ist es Aufhetzung zu körperlicher Gewalt, also Gewaltverherrlichung und Aufhetzung zu körperlicher Gewalt. Und wer profitiert, wenn dann eben durch solche Geschichten und die Moral von den Geschichten, die man auch als Zentralirrtümer bezeichnen kann, kommt es dann dazu, dass jemand den anderen schlägt. Dadurch sind alle gestresst, kaufen mehr Alkohol und beruhigen sich damit wieder und so weiter. Und den Gewinn haben die Alkoholhändler und so weiter. Ja? Also insofern ist es so, dass mein Leben ja nicht nur durch die Sporttrainersparte gefährdet ist und das Herzproblem, sondern dann zusätzlich der elektrische Strom an meinem Herzen noch an Fettklumpen hängen bleibt. Und die kommen daher, dass wir eben alle im Kapitalismus mehr oder weniger stark suchtkrank sind und depressiv sind und einsam und unglücklich sind. Ja, auch die, denken Sie an die ganzen Menschen, die auch in ihren Ehen und Familien innerlich einsam sind, weil es eben nicht die Natur des Menschen ist. Ja, die Natur des Menschen sind glückliche, lustvolle, liebevolle Beziehungen mit 150 Individuen, Frauen, Männer, Kinder und ständige Kontakte mit den Nachbargruppen und auch Liebeskontakte mit den nicht verwandten Teilen der Nachbarkommunen und Gemeinschaften. Also das ist ein ganz anderes, viel intensiveres und abwechslungsreicheres und anregenderes Sozialleben, das eben nur das ist in der Lage, die ausreichenden Endorphine in unseren Gehirnen zu produzieren, mit gemeinsamen Singen, Tanzen, Musizieren, gemeinsamen Sportfest. Man sieht das heute noch bei naturnäheren Völkern, dass die auch mit den anderen Gemeinschaften sich treffen zu gemeinsamen Sportfesten, sportähnlichen Festen. Also da ist nicht nur Singen, Tanzen, Musizieren als Bewegung, sondern da gibt es auch so Vorläufer von Sport, die da zu erkennen sind. Ja, und wo die Männer auch dann sozusagen sich nochmal zeigen können in ihrer Vitalität und ihrer körperlichen Schönheit, neben ihrer Nützlichkeit mit ihren Geschenken an die Frauen und Kinder. Ne?
Ja, und das fehlt uns ja allen, und insofern sind wir alle mehr oder weniger süchtig und suchtkrank, ja, in den kapitalistischen sozialen Marktwirtschaften, im Gegensatz zu den Gemeinwohlmarktwirtschaften, wo ja dann eben die Zentralirrtümer keine Vorteile für bestimmte Sparten mehr bringen, sondern nur noch Nachteile, und dadurch natürlich dann die Zentralirrtümer unheimlich schnell als Irrtümer entlarvt werden und dann beseitigt werden, weil ja alle nur noch verlieren durch die Zentralirrtümer, während im Moment riesige Sparten der Gesellschaft mit Millionen von Mitgliedern ja profitieren von den Zentralirrtümern. Ja, so schauen wir es uns nochmal an. Das sind ja viele Sparten der Gesellschaft, und es gibt ja nur wenige ganz spartenfreie Menschen. Also insofern sind es Millionen von also Milliarden von Mitgliedern der Sparten, die dann eben die Zentralirrtümer multiplizieren, und dann kommen ja die ganzen Lobbyisten wider Willen dazu, die also dann denken, ja, ich bin jetzt stolz darauf, dass ich bestimmte Wahrheiten gelernt habe, obwohl sie in Wirklichkeit nur Zentralirrtümer der Menschheit gelernt haben, und die gebe ich jetzt, aber diese Wahrheiten, mit denen beglücke ich alle meine Bekannten und so weiter, und ich bin im Besitz von Wahrheiten, in Wirklichkeit sind sie im Besitz von Zentralirrtümern und sind nur Lobbyisten wider Willen, ne? Also die wirkliche Analyse würde also ergeben, dass nur dann ein Erfolgsmodell entsteht, wenn der Märchenerzähler eher Zentralirrtümer verbreitet, die potenziell langfristig dazu führen, dass die besuchten Gruppenehen und so weiter immer unglücklicher werden, in denen immer mehr Glückshormonemangel entsteht, und die dann dem Händler mehr Güter abkaufen. Und dann ist das ein Erfolgsrezept, das Tandem zwischen Märchenerzähler heißen heute Zeitschriften und so weiter, Medien generell. Also Märchenerzähler sind die Medien heute, und die Händler sind die Werbekunden, also die Werbespotschalter und Werbungsschalter und so weiter. Und diese Tandems, das ist das Entscheidende, ohne dass sich da jemand jemals abspricht. Also sozusagen ein erfolgreicher Händler wie Rewe oder Aldi. Ich habe gerade wieder Werbespots von Aldi im Fernsehen gesehen, ja. Also erfolgreich hat sich in den letzten Jahrhunderten nur die Handelskette durchgesetzt, die irgendwie zufällig das Glück hatte, genau mit den Werbepartnern im Tandem zu sitzen und die sich als Partner zu wählen, die auch tatsächlich die größte Menge an Zentralirrtümern verbreiten in ihren Programminhalten und redaktionellen Inhalten, so dass es dann zu einer maximalen Erhöhung der Kaufwahrscheinlichkeit der in der Werbung angepriesenen Produkte gekommen ist. Und alle die zufällig, zum Beispiel alle Handelsketten, die früher mal existierten, aber zufällig Medienpartner als Tandemspartner für ihre Werbe gewählt haben, die in deren redaktionellen Teilen viel zu wenige Zentralirrtümer verbreitet haben, die sind dann ausgestorben, genauso wie die Medien selber. Also quasi die Medien sterben aus, die zu wenig Zentralirrtümer verbreiten, und die Handelsketten sind ausgestorben, die mit den falschen, nämlich zu wenig Zentralirrtümer verbreitenden Medienpartnern zusammengearbeitet haben, und so kam es zum Aussterben, und die übrig sind, müssen ein ganz relativ gutes Händchen oder zufällig einen ganz guten Treffer gehabt haben. Da müssen sich quasi gute Medien, also viele Zentralirrtümer verbreitende Medien, müssen sich zusammen irgendwie zusammengetan haben in Tandems, auf Tandems mit entsprechend gut arbeitenden Werbekunden. Und wir haben ja nur wenige Werbespots, wo das in
Union geschieht. Denken wir an die Werbung für eine Zigarette, wo es hieß, sieht gut aus, hat nie Kopfschmerzen und so weiter. Sieht immer gut aus, hat nie Kopfschmerzen. Das ist eine Werbung, die quasi indirekt sagt, vergiss doch die Frauen. Die haben Kopfschmerzen, wenn du mal Sex mit ihnen haben willst, dann sehen die oft nicht gut aus, wenn sie sich noch nicht zurecht gemacht haben oder was auch immer. Greif doch lieber gleich zur Zigarette, da hast du immer gleich die volle Befriedigung direkt. Und das ist auch so ein Zwischending zwischen Zentralirrtum, Verbreitung, da ist also auch im Werbespot schon eine gewisse Assoziation zwischen Zentralirrtum und Werbung. Ja? Aber es kann auch völlig sein, dass in dem Werbespot gar keine Zentralirrtümer drin sind, wobei natürlich oft schon der Zentralirrtum drinsteckt. Unser Chemieprodukt ist als Nahrung gesundheitlich unbedenklich. Das ist ja dann schon ein Zentralirrtum, auch schon der erste Zentralirrtum. Also sagen wir mal so, auf jeden Fall kann es sein, dass es in einem Werbespot relativ wenige Zentralirrtümer gibt. Dafür muss aber in dem Medienpartner müssen dann richtig satte Zentralirrtümer dazukommen, damit das Tandem insgesamt in der Evolution überlebt und die heute da sind, also Aldi und seine Werbepartner, Rewe und seine Werbepartner, da muss es zu einfach leistungsfähigen Gesamttandems gekommen sein. Also insofern ist es so, dass nicht der Supermarktleiter hauptsächlich dafür verantwortlich ist, die Zentralirrtümer auszusenden, weswegen wir alle suchtkrank sind im Kapitalismus, sondern sie müssen gucken, welche Werbepartner er auch hat, welche Märchenerzählerpartner er hat. Ja? Ja. Eines unserer Buchtitel könnte ja auch heißen, Verstehe die Welt und werde reich. Ja. Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, ja, 100 Millionen verkaufte Bücher. Ja, viele zentrale, vorteilbringende Irrtümer, ZVIs, werden von mehreren Sparten multipliziert. Das habe ich ja heute hier ganz deutlich gemacht. Es gibt wahrscheinlich nur wenige vorteilbringende Irrtümer, die nur von einer Sparte entwickelt und multipliziert wurden. Ja, und die Natur, das muss man sich nochmal klar machen, die Natur hat mir ganz viele Liebespartnerinnen gegönnt. Die kapitalistischen sozialen Marktwirtschaften mussten sie mir wegnehmen. Ja, eben über die Tandems aus Märchenerzählern und Händlern und so weiter mussten sie mir diese Liebespartnerin wegnehmen, und das habe ich ja in früheren Sendungen oft erklärt, wie das geht, wenn man also zum Beispiel die Sexualität tabuisiert, dann fühlen sich die Männer nicht mehr ausreichend belohnt durch die Liebe der Frauen in den Gemeinschaften, und dann stellen die Männer das Schenken aller ihrer Funde an die Frauen und Kinder ein und so weiter, und so kommt es dann eben immer weiter zur sexuellen Unterdrückung und so weiter. Und dann habe ich nicht in Gemeinschaften mit 40 sexy Frauen gelebt, mit denen ich mein ganzes Leben tollen Sex habe, jeden Tag und so weiter, sondern habe vielleicht 1% oder 1 Promille desjenigen Sexes gehabt, den die Natur mir gegönnt hätte als ganz erfolgreiche. Ich wäre sicherlich in unseren natürlichen Savannen-Bonobo-Gruppenehen sozusagen, wäre ich ganz sicher einer der beliebtesten Männer gewesen und hätte dann den tollsten Supersex mit den 40 Frauen gehabt und so weiter. Das hätte mir alles die Natur gegönnt, und faktisch habe ich trotz meiner 150 Freundinnen in meinem Leben wahrscheinlich nur 1 Promille dessen genießen dürfen, was die Natur für mich vorgesehen hatte. Ja, also so ist das Elend. Und deswegen habe ich auch immer das Problem, dass ich zu einem Essensnachschlag, einem Suchtnachschlag beim Essen neige.
Wobei ich merke, dass es auch schon nicht schlecht ist, konsequent bei den pflanzlichen Nahrungen zu bleiben und eben keinerlei, nach Möglichkeit keinerlei Getreide und sonstige Industrienahrung zu essen. Das hilft schon auch, dass man nicht so rasend wieder zunimmt, wenn man mal so einen Rückfall hat, ne? Ja, also jeden Abend habe ich mir jetzt für heute Abend als Start vorgenommen, dass ich eben eine Mini-Portion mir zubereite und wenn die lecker ist, dann stelle ich die vielleicht auf die warme Herdplatte, halte die warm, dann bringe ich das Geld in den Tresor, dann schmeiße ich die Reste alle weg, ja, und damit ich gegen die, ja, gegen die zweite Esssuchtminute, also diesen zweiten esssüchtigen Nachschlag geschützt bin. Und ich muss also mich jeden Abend mittellos machen, muss auch jeden Abend erst um 21:30 Uhr oder 21:45 Uhr oder gar 22 Uhr überhaupt mein Essen machen, muss den Tag also so lieber nach oben verschieben, denn oft ist noch vor 22 Uhr taucht leider bei der Foodsharing-Station immer noch Essbares auf. Und das wäre dann ja immer noch das Risiko, dass man sich da seinen zweiten Esssuchtnachschlag holt, der dann zu viel ist, ja? Und man muss sich klar sein, auch wenn man dann natürlich alles wegwirft, kann es natürlich sein, dass man an bestimmten Tagen dann gar nichts hat, aber dann hat man mit circa 80 Euro Kosten je Monat, kann man dann das Herzproblem lösen, weil mehr als 80 Euro wird es nie kosten, wenn an bestimmten Tagen, wo es nichts gibt, vom Foodsharing zum Beispiel, wenn man dann und von der, ja, oder von den Geschenken beim Musikmachen kein ausreichendes gesundes Essen da ist, dann muss man halt abends vor 24 Uhr eben beim Rewe noch mal kurz sowas gesundes Gemüse und so weiter und pflanzliches Eiweiß, Hülsenfrüchte und so weiter dazu kaufen. Und auch bei den Nüssen und bei den Haferflocken als letzte Getreideinstanz, die ich noch esse, werde ich es so machen, dass ich den Tresor zukünftig zwar vormittags aufschließen lassen werde durch meine Bekannten oder mit dem Schlüssel meiner Bekannten, aber dann erst abends an das Eiweiß gehe, denn es hat sich doch herausgestellt, wenn ich vormittags dann schon Eiweiß esse, ist der Tag meistens verpfuscht, ne? Weil wenn ich schon vormittags anfange zu essen und nicht mein Intervallfasten von 22 zu 2 konsequent einbehalte, dann geht das schief, dann wird das nichts mehr, ne? Ja, also, ich glaube, das war's schon wieder. Und ja, vielleicht das letzte Bild kann ich noch zeigen. Ja, wirklich einer der Zentralirrtümer der Welt ist wirklich, alle Menschen sind Genies, die Gehirngröße spielt keine Rolle. Ja, da, wo ja jeder denkt, wenn jetzt, also nehmen wir mal an, Weltkriege, die über Leben und Tod entscheiden, wenn die durch Basketball-Matches ausgespielt würden, dann wüsste jeder, dass es entscheidend ist, dass möglichst viele 2,35 Meter große Menschen Kinder bekommen, denn nur dann können wir überleben, weil wir mit den 1,35 Meter großen und wenn die dann viele Kinder bekommen, diesen Basketballkrieg, wo dann also das Verliererteam immer getötet wird sozusagen, merkwürdige Kriegsregeln zugegebenermaßen, ist ja nur ein Gedankenexperiment, ja. Da wüsste jeder vernünftige Mensch wüsste, dass wir nur noch Kinder von 2,35 Meter großen ungefähr Kinder kriegen lassen dürften, weil die uns den Untergang, das Sterben bedeuten würden, ja, wenn da noch Kinder geboren würden.
Aber beim Gehirn ist der Zentralirrtum, nein, da spielt die Größe des Gehirns, 2 Liter oder 1 Liter, spielt überhaupt keine Rolle. Alle sind potenzielle Genies. Da schütten wir nur ein bisschen Bildung drauf und dann werden das alles Genies und schaffen uns alle tolle Arbeitsplätze. Also das ist der vielleicht gefährlichste Zentralirrtum, einer der gefährlichsten Zentralirrtümer, die geschaffen wurden, weil das natürlich dann zur ungeheuren Produktion von Massen von armen, Obdachlosen, Arbeitslosen, Arbeitslosigkeitsdepressionskunden bei Psychiatern und Pharmakonzernen und so weiter geführt hat. Ja, also von daher kommen wir nochmal zurück an den Anfang. Also, wir haben die Reif für die Insel, das Gemeinwohlland als Perspektive Buch. 80 Millionen kluge Käufer, 8 Millionen ausreichend kluge Verstehende, gemeinsames Gemeinwohlland, Hoffnung Jeff Bezos mit seinen Milliarden, dann im kleineren Rahmen eher Deutschland für die Medien besser nachvollziehbar, GEG, Gemeinwohlzentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, damit die Journalisten, die übers ZEG berichtet haben, dann auch wissen, dass wir gewisse Ähnlichkeiten haben und nicht so weit davon entfernt sind. Besonders wo das ZEG immer den Gemeinwohlökonomiebegründer Christian Felber immer häufiger zu Besuch hat. Aber wie gesagt, Vorsicht, Christian Felbers Gemeinwohlökonomie ist ein Wirtschaftsruinkonzept, weil da zu viele linksextremistische, armutsproduzierende Beimengungen drin sind, also wieder Zentralirrtümer der Sozialsparten und anderer Sparten drin sind in diesem Konzept. Und nur in unserer GG-Kombi, also der GWÖ-GWO-Kombi, in der Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, sind diese Zentralirrtümer rausgeschmissen und keine Zentralirrtümer der Sozialsparten mehr enthalten, ne, und der anderen Sparten, der Diktaturensparten und so ähnlicher Sparten, ne. Ja, und so hoffen wir, also vielleicht sollten wir wirklich langfristig den Namen umstellen auf Gemeinwohlzentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, vielleicht in den nächsten Annoncen dann schon umstellen, weil gemeinwohlökonomische Superglücksgemeinschaft Kommune ist einfach ein neuer Name und das ist unnötig, wenn es etwas Ähnliches, entfernt Ähnliches gibt wie das ZEG, dann sollte man sich daran anlehnen, genauso wie dass unsere 55-jährige Gemeinwohlforschung eben dann auch mit dem populären Namen Gemeinwohlökonomie auch da eher sich anlehnen sollte, weil man sollte ja eher die Nähen zeigen und nicht immer noch neu versuchen, neue Namen noch zu etablieren, ne? Sondern da gibt es ja eben eine große positive Beziehung. Denn auch Felber hat immerhin den richtigen Kerngedanken, Steuervorteile, also Finanzvorteile, für diejenigen, die uns Menschen Gutes tun in ihrem arbeitenden Handeln sozusagen, ne? Das ist ja der Grundgedanke aller gemeinwohlökonomischen Vorgänge. Ja, und das würde ja dann zum Aussterben all der Zentralirrtümer führen, weil dann ja plötzlich mit den Zentralirrtümern keine Profite mehr gemacht werden können, weil ja die immer dann mit Schädigung der Menschen einhergehen, wenn aber nur noch die Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, jedes Supermarktleiters, jedes Hausarzt, Gesundheitsteam, leitenden Arztes oder Heilpraktikers, sozusagen, wenn nur dann staatliche Verdienstzuschüsse und Vorteile ausgeschüttet werden, ja, dann werden alle Zentralirrtümer tendenziell alle fast vollständig aussterben. Natürlich wird es irgendwie immer noch Irrtümer geben, weil ja wir Säugetiere generell auf Fehler und Irrtums- und Ausschussproduktion angelegt sind im Genom und im Gehirn. Aber die werden nicht mehr massenhaft multipliziert werden und werden nicht mehr unser aller Leben zerstören. Ja, ich glaube, ich habe jetzt aber wirklich alles gesagt für diese 2 Wochen, 14 Tage. Tschüssi, bis bald.